Diese beiden Mannschaften haben schon einige Schritte bei dieser Weltmeisterschaft erfolgreich absolviert. Aber je mehr Schritte du machst, Sebastian, das ist bei diesem Turnier halt so, desto schwieriger wird natürlich auch der nächste. Ja, und desto größer werden die Träume. Natürlich träumen die Spieler von Berlin. Zwei Spiele weiter ist das aber erst. Jetzt muss der Trainer sagen, Jungs, konzentriert euch, 90 Minuten. Wir müssen erstmal das Viertelfinale überstehen, dann das Halbfinale. Also eins nach dem anderen. Deswegen wird es heute ein richtig gutes Fußballspiel. Los geht's. Ja, schön, Gerard. Weg ist der Ball, der Verteidiger war rechtzeitig zur Stelle. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Ja, gut gemacht, Lampert. Wahnsinn, klasse Technik. Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Oh, das Zweikampfverhalten, allererste Sahne. Toni. Toni. Cannavaro. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Also wenn das mal nicht gefährlich wird, das sind die Situationen, die teuer werden können. Ballverlust im Aufbauspiel. Cole. Jetzt können wir mal durchatmen. Einwurf. Im letzten Augenblick noch soeben geklärt. Terry. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Und Gerard. Ja, das kann er. Schirmt den Ball hervorragend ab. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Ja, da braucht er gar nicht so viel zu machen, aber er steht halt immer richtig. Wenn das keine Chance ist, mit den Fingerspitzen klärt er den Ball. Nee, klärt noch nicht. Achtung, ist noch heiß der Ball. Guter Abwurf von Keeper. Cole. So, jetzt hat er den Zweikampf gewonnen und jetzt sucht er einen Mitspieler. Beckham. Totti am Ball. Das war ja alles andere als souverän. So, jetzt kommt die Flanke. Cole. Steven Gerrard. Gary Neville. Das war ein richtiger Zuckerpass. Gerrard. Ja, das sieht gut aus. Rooney. Ja, die Situation ist noch nicht bereinigt, auch wenn er mit den Fingerspitzen dran war. So, das gibt Eckball. Das ist eine Möglichkeit. Cole. Ah, mit den Fingerspitzen kommt er da noch dran. So, jetzt gibt es schon wieder Eckball und da schauen wir mal, ob sie diesmal was draus machen können. Herrliche Flanke. Und jetzt kommt er mit dem Kopf ran. Ganz weiter Ball vom Keeper. Gattuso. Camoranesi. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Jetzt hat er den Platz. Oh, das ist ja eine unglaubliche Parade des Torwarts. Der hat ja kaum Zeit zu reagieren. Ja, das ist ja sowas wie ein Torhüterspiel. Mensch, sind die gut aufgelegt heute. Toni. Gattuso. Gattuso.
Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. David Beckham. Ja, da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde und bringt die Fingerspitzen noch an den Ball. Lampard. Ja, schön, Gerrard. Klasse, wie er den spielt. Was für eine Chance. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Wayne Rooney. So, jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Gilardino. Gary Neville. Das war ein guter Einsatz des Verteidigers hier. Pirlo. Also die Zuschauer sind froh, dass der Ball überhaupt angekommen ist. Ja, der gehört dem Verteidiger. Gattuso. Tja, das ist ja eine ganz leichte Angelegenheit für den Verteidiger. Und Beckham ist am Ball. Wunderbarer Pass. Pirlo. Guter Spielzug. Und gegen diese Abwehr eine Lücke zu finden, das ist verdammt schwierig. Cole. Gattuso. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Toni. Rooney. Steven Gerrard. Müsste eigentlich eine gelbe Karte zur Folge haben. So, die Verletzung ist anscheinend so schwer, dass er auf keinen Fall weitermachen kann und wird deswegen ausgewechselt. Zambrotta. Ah, wunderbar gesehen. Was für ein Schuss. Ah, man kann es ja mal versuchen, aber wie groß ist die Chance, dass aus dieser Distanz der Ball tatsächlich den Weg ins Tor findet? Das sieht gut aus. Owen, gut mit der Brust angenommen und sofort den Ball kontrolliert. Foul. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit steht die Begegnung immer noch torlos. Cole. Mit der Brust, sehr gut. Beckham. Gilardino. Also wie der sich den Ball da zurückholt. Respekt. David Beckham. Beckham. In den 16er. Und auf der Linie hat er ohnehin seine Stärken und den hat er super rausgeholt. Bis jetzt halten hier beide Torhüter ihren Kasten sauber. Die ersten 45 Minuten enden somit torlos. So, die erste Halbzeit ist vorüber und wir wollen jetzt mal hören, was Sebastian Hellmann
über die ersten 45 Minuten zu sagen hat. Ja, wir können nicht sagen, es ist eigentlich völlig offen, Tom, wer das Halbfinale erreichen wird. Es steht unentschieden, beide Mannschaften sind in etwa gleich stark. Ich bin jetzt gespannt, welches der entscheidende Faktor vielleicht sein wird, wer dann doch ins Halbfinale einzieht. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. So, wir sind wieder rechtzeitig zurück für die zweiten 45 Minuten. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Cole. Oh, schöner Pass, das macht Spaß. Toni. Camoranesi. Cole. Ja, und sie scheinen nur das Tempo aus der Begegnung nehmen zu wollen. Tja, das ist das Ergebnis, wenn du als Abwehrspieler gut stehst. Toni. Camoranesi. Pirlo. Früh gestört und der Zweikampf für sich entschieden. Camoranesi. Camoranesi. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Cole. Cole. Ja, das war eine perfekte Ballannahme. Ja, und auf die Entfernung. Und ganz klar ist, wenn er. Und mit den Fingerspitzen wehrt er den Ball soeben noch ab. Eckball. Jetzt spielt er befördert den Ball per Kopf aus dem Strafraum. Das war aber ein leichtsinniger Ballverlust. Nach dieser Aktion wird er vermutlich auch noch gelb sehen. Tja, wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, warum über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Und jetzt was. Das sieht gut aus. Owen holt sich den Ball. Toni. Wer soll gegen diese Abwehr ein Tor schießen? Na gut. Beckham. Gary Neville. Mit der Brust angenommen und sofort auf den Fuß abgelegt. Ja, es prickelt hier in diesem Stadion. Klasse Atmosphäre. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten zeigt an, abseits. Also, wenn der Assistent winkt, ist es abseits, aber es war ganz knapp. Wright Phillips. Gary Neville, David Beckham. Wright Phillips. Cole. Toni. Totti am Ball. Und jetzt muss er sich überlegen, wen kann er jetzt anspielen. Ja, da hat er gut aufgepasst. Gattuso. Toni. Camoranesi.
Gattuso. Kaum eine Gelegenheit. Die Abwehr steht glänzend. Kompliment. Und Beckham ist am Ball. Der Ball ist im Seitenhaus. Klare Entscheidung. Einwurf. Pirlo. So, jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Ausgerechnet hier verliert er den Ball. Zambrotta. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Ja, schön. Gerard. Immer noch kein Tor. Schlussphase der Partie beginnt und die Engländer suchen die Entscheidung. Und Totti. Der wäre durch gewesen. Abseits. Glück für die Abwehr. Und das war clever gepasst. Wright Phillips. Und der Abwehrspieler hat aufgepasst. Totti. Pirlo. Gattuso. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Gattuso. Das ist jetzt die Chance. Und der behält ihn ab, macht ein Tor. Der macht ein Tor. Und was für ein wichtiges. Was hat dieser Mann für einen Torriecher? Weltklasse, dieses Tor. So, jetzt liegen sie vorne, aber jetzt sollten sie nicht den Fehler machen, nur noch auf die Abwehr zu setzen. Ja, was war mit ihm nur los? Das wird er sich selbst fragen. Ganz schwache Partie und deswegen die logische Folge. Der Trainer nimmt ihn raus. Ja, da geht er energisch in den Zweikampf, aber alles sauber, alles in Ordnung. Ja, was macht denn der Schiedsrichter da? Das gibt's doch nicht. Er muss doch sehen, dass das ein klares Foul ist. So, der hatte schon die gelbe Karte gesehen. Da kann man die Auswechslung verstehen. Denn beim nächsten Mal wäre er bestimmt vom Platz gestellt worden. Steven Gerrard. Cole. Tja, was wird er sich denken? Wenn der den Ball nicht haben will, dann nehme ich ihn halt. Ist doch logisch. Und jetzt hängt sie ihn vorne. So, den Ball haben sie schon mal, jetzt müssen sie nur noch Kapital aus der Situation schlagen. Das hat er gut gesehen. Cole. Ja, da lässt er den Ball laufen, klasse Zuspiel. Ja, und jetzt lassen sie die Abwehr ganz alt aussehen. Ja, aus dieser Situation könnten sie was machen. Diese Abwehr macht heute keiner was vor. Toni. Toni, völlig frei im 16er. Flanke, wie verhalten sich jetzt die Stürmer im Strafraum? Wright Phillips. Ja, jetzt ist er wieder in Ballbesitz und jetzt heißt es umschalten auf Offensive. Es war ein schöner Zweikampf und er hat den Ball. Ja, und dafür hat er das Auge, klasse gespielt. Und wie genau flankt er? Fantastische Reaktion bei dem Kopfball mit den Fingerspitzen. Noch soeben die Situation geklärt. Nesta. Camoranesi. Toni. Ja, und das ist doch ein Zweikampf wie aus dem Lehrbuch. Und er setzt sich durch. Gilardino. Gilardino. Oh, das war ein ganz weiter Wurf vom Torhüter. Cole. Tja, wenn den keiner will, dann nehme ich mir eben den Ball. Gilardino. Ja, und es gab ja die ein oder andere Unterbrechung in dieser Partie. Deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. So, kurze Pause im Spiel. Es gibt Einwurf.
So, der muss raus. Der wird ausgewechselt und das macht der Trainer richtig, denn er steht kurz vor einem Platzverweis. Ja, wenn du hier bist, dann träumst du natürlich schon ein bisschen vom Weltmeistertitel, aber der Traum ist zu Ende. Aus, vorbei, das Viertelfinale ist Endstation. Ja, wenn man das Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht, dann träumt man natürlich von mehr. Diese Mannschaft hat ausgeträumt, die Enttäuschung ist da, sie ist groß, aber sie müssen nach Hause reisen. Es war ein Riesenfußballspiel, uns hat es Spaß gemacht, Ihnen zu Hause hoffentlich auch. Sebastian Hellmann und Tom Bayer sagen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Spiel.